Also jetzt. Hi! Hallo. Zum Fleiß gekommen. Also jetzt bewegt sich ja der Preis. Genau. Jetzt, wie gesagt, dann macht er auch das Terraforming mit. Ne? Okay. Da passiert nicht viel. Bei 300 Euro macht er nicht viel. Mach mal. Setz mal irgendwo hin. Ja, aber ich bin jetzt mal über den Fluss gegangen. Jetzt auf der anderen Seite sagt er mir ja auch einen Preis an, obwohl das gar nicht mehr, glaube ich, zu mir gehört, oder? Ja, das ist eine Mod, die wir drauf haben, dass wir auch überall bauen können. Weil die. Ach so. Die haben wir geholt, weil du auf der Karte hier die Straßen und so nicht mitkaufst. Ne? Ah, okay. Und manchmal will man aber trotzdem Einfahrten machen und dann kommst du nicht nah genug ran. Deswegen haben wir das so gemacht. Okay, dann. Das wäre vielleicht möglich, ja. Aber bleib einfach auf deinem Land. Ne? Du siehst ja, wo es ist, vom Mähen her. Ja. Ne? Und wenn du da innerhalb bleibst. Warst du in der Zwischenzeit schon wieder weg vom Anhänger? Vielleicht musst du neu auswählen. Okay. Warte mal ganz kurz. Das ist schlecht. Bei mir war es am Anfang, bei den ersten paar Reihen so, dass ich über die Trauben drüber schauen musste. Und dann hat er sie eingesammelt. Und mit der Zeit habe ich dann irgendwann auch die Trauben anschauen können. Also, total irre. Oh, ach, da hat es hingebaut. So. Ich habe was gebaut. Ja, das ist richtig. Und das kann ich jetzt mit allem anderen auch machen. Was hat. Ja. Okay. Was heißt alles andere? Was hast du? Ja, noch eine Halle oder so vielleicht oder ein Häuschen. Ja, Häuschen sind. Ja. Die sind ja zu nichts gut. Also erstmal. Es Er wollen hat ja noch nur Schlaf. keins. Ha? Ja, kannst natürlich eins bauen, aber ich an deiner Stelle würde jetzt erstmal gucken, dass ich dem Steffen so viel wie möglich Geld aus dem Kreuzleier. Okay. Also, Silage machen. Und wie mache ich das, wenn ich jetzt noch ein bisschen bei Landschaft kann ich dann einfach malen und dann kann ich da ein bisschen das Gras wegmachen? Oder muss ich da irgendwas beachten? Gras wegmachen? Ja, ich will ja da. Jetzt haben wir noch Gras, aber ich wollte ja vielleicht so einen Weg, Oh, ja, klar, so ein. bemalen und dann steht ja dann rechts auch dran, ob es Beton ist, Asphalt, Dreck, sonst was. Okay. Und da kannst du dann mit der Taste M und N kannst du die Größe verändern von deinem Pinsel. Okay. Siehst du das? Ja, wenn ich trau. Ja. Okay. Und wenn du die Taste V drückst, wechselt der von rund auf eckig. Okay. Ja, und dann kannst du mit deiner Maus, gedrückten Maustaste, das da lang ziehen, wo du willst. Und ich gehe jetzt Okay. zum Steffen. Okay, tschüss. Und was muss ich bezahlen? 1,4 würde ich sagen. Nee. Nee. Darf ich ja nichts mehr. Ich schicke dir mal einen Vorschlag. Ich mach Was? das Das war mal. der Plan. Du musst nichts bezahlen. Was willst du denn bezahlen? Ja, so ein bisschen. So. Ja, ein bisschen Geld kriegst du schon dafür. Oh, so erstmal das Getucke aus. Das verstehe ich ja gar nicht. Ja. Das ist ja ein Ding. Geht nicht. Ja, muss ja. Ist halt die Frage, ob ich überhaupt bei dir ernten kann. Ich meine, ich habe mich zwar als Farmmanager eingestellt, aber. Ja. Vielleicht mal vorsorglich. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Könnte fast sein. Könnte fast sein. Ja. Boah, das Ding ist aber auch laut. Wow. So. Okay. Nee, kostet nicht viel. Ja.
Ja. Jess? Ja. Wie du Produktionen startest und so, weißt du Bescheid? Nee. Ach so, okay. Ich habe das jetzt da reingekippt und dann bin ich weitergefahren. Ja, jetzt pass mal auf, jetzt geh ins Menü. Ja. Okay. Da bin und dann ich. Kommt auf der linken Seite so ein Zeichen, das zeigt so ein Pfeil nach rechts und dann drunter ist so ein Förderband. Ja, das habe ich gefunden. Okay. Und da hast du ja jetzt eine Produktion drin, ne? Deine. Also links steht Heu und Silage. Genau. Und du willst ja jetzt vorrangig erstmal Silage machen. Dann klickst du das da drauf auf diesen. Auf das Wort. Ja. Auf Silage. Und dann links unten kannst du dann aktivieren machen. Okay. Und jetzt ist ein blauer Punkt neben der Silage, ne? Ja, ein Punkt. Okay. Dann läuft die Produktion. Und wie lange dauert das jetzt? Genau. Ja, also bei dir steht ja jetzt Zyklen 24, ja? Ja, genau. Und 6000 Liter. Gras ergeben 6000 Liter Silage. Das heißt 24 mal 6000 bist du bei okay. 144.000 pro Monat. Ja. Ja, okay. Tatsächlich. Ja. Okay, dann habe ich ja. Okay, und dann habe ich ja noch Lagergebäude. Und da steht ja dann ausgehende Produkte und dann steht ja da so, behalten ja. Unten drunter. Muss ich das so genau, lassen? Genau, du behältst oder muss ich das, ja. Du behältst es. Und wenn du dann genug hast, oder sag mal, was dein Ladewagen hat, 44.000, ja, wenn du da 44.000 mal drin hast, dann kannst du schon mal einsammeln und dem Steffen einen guten Preis unterbreiten. Ah, okay. Okay, dann frage ich mal nachher. Ich hau dich schon gerne über so. Kriegen das bestimmt hin. Hundertprozentig. Oh. Muss ich mir überlegen, ob ich da jetzt zuschlage. Gibt's auch was umsonst? Du kannst es auch umsonst abgeben. Okay. Mein umsonst. Tatsächlich, ja. Oh. Ja. Bestimmt gespeichert. Einfach hier hin. Das klingt schon wieder. Wir können ihm ja mal seine Geräte irgendwo anders hinstellen und er kann sie dann suchen. Ihr könnt mich auch mal gern haben. Ja. Ja, ist eigentlich auch wieder richtig. Ja.
Nee, da bin ich jetzt gerade bei 400.000. Ich reinvestiere auch regelmäßig. Oh, also 400 Schafe und immer noch 120 Kühe. Aber 60 von denen sind jetzt, glaube ich, bei 50% Reproduktion. Also demnächst sind es dann 180. Ach so, ich habe auch eine Menge Gülle für dich. Ich musste zwischendurch schon ein Güllebecken bauen. Ja, sicher. Richtig, genau, darum geht's. Jeder will dein Geld. Ja. Mach mal die Taschen auf. Das sieht gut aus, ja. Ja. Wo soll das stehen? Wo ist die 30? Ach, da oben. Oh, okay. Richtig. So. Oh, oh. Genau, richtig. Aber der passt gut durch, also. Also ich hab's mit meinem BMW gemacht. Boah, ich. Also gestern waren es über 90.000. Warte mal. Gut, ich habe halt immer 18.000 Liter Ladungen, also 90.000, würde ich mal sagen. Ja? 125.000 Euro machen. Ach so. Merkst du was, Jess? Genau so laufen hier Verhandlungen. Ja? Ich glaube, ich habe zu viel gemäht. Bei mir steht oft dran, du hast keinen Zugriff auf dieses Land. Ja, dann hat er die Schwad da rausgeworfen, wo du nicht mehr Zugriff hast. Ja, das passiert. Du musst halt eine Strafe zahlen an mich. Warum an dich? Warum denn nicht? Ist doch völlig egal. Nein, ich zahle ja nicht unbegründet Strafen. Unbegründet? Ja, den Grund hast du ja selber schon geliefert. Oh oh. Der Schwebewein. Und klappt das jetzt mit dem Ernten oder nicht? Ach so. Ah.
kannst ja immer noch den Ernter kaufen, ne? Der kostet halt ein paar hunderttausend. Ach so, läuft das. Na dann. Habt ihr schon mal Möbel versucht? Ja. Ja. Jess, was hast du vorhin zu mir gesagt? Das mit dem Holz lässt du lieber bleiben? Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ihr das auch bleiben lassen wollt. Oder ich will ja wissen, was ihr schon ausprobiert habt oder nicht. Dann könnt ihr vielleicht berichten und dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, Möbel habe ich echt noch nie gemacht. Nicht gut? Ach so. Ja, möglich. Ich komme auch mal zu euch. Ich besuche euch auch mal. Hey. Jetzt? Wirklich? Lass mich das nochmal probieren. Warte, ich muss auf deinen Hof. Ja. Ihr macht es gut. Nee. Also das ist mal. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass das hier schwebt. Das ist ja widerlich. Wo schwebt was? Bei mir sieht es, glaube ich, normal aus. Nee, die sind im Boden. Ah, echt jetzt? Ja, bei mir doch. So. Das steckt in der Wiese Prozess drin. Das auch. Ne, bei mir sind die da unten. Bei uns sind die echt am Schweben, so einen Meter über dem Boden. Boah, das ist ja schlimm. Ich kann nur sagen, bei mir hat es gut funktioniert. Ja. Schade. Ja. Sehr gut.
60%. Ja. Ja, den habe ich vorher auch schon mal gesehen, aber ich darf ihn nicht kaufen. Du darfst natürlich, aber du hast doch gar keine Verwendung dafür. Ich habe auch gesagt, 61% nachher gibt es nicht mehr. Genau, du hast nämlich nur von den 61% geredet, von nichts anderem. aber ja, hau rein. Nein. Du brauchst ihn nicht. Ja. Aber ein Rübenernter wäre auch drin, ja? Nee, ich habe bisher nur Weizen und Hafer und so angebaut. Du hast schon was angebaut? Nein, beim bisherigen Spiel. Das ist cool, also, wie gesagt, ich finde den Zeitpunkt, ja. Es ist halt, wie gesagt, okay. Wir haben ja auch die Class-Mähdrescher drauf, die einfach in der Kapazität auch höher sein können. Okay. Das deswegen, ja, genau. Das ist bei größeren Feldern dann schon hilfreich. Du darfst nämlich alle 3-4 Minuten dahin springen und entladen. Und wie lange sind die Sachen im Angebot? Bis zum nächsten Tag für gewöhnlich. Ah, okay. Habe ich ja noch manchmal ein bisschen Zeit zu überlegen. Tage. Genau. Ja, jetzt vorher, als wir gestartet haben. So. Jetzt kommen wir nochmal zu unserem Güllegeschäft. 125. Ich kann dir liefern 108.000 Liter. Also 108 mal 125. 13,5. Genau. Boah. Vielen Dank. Auf keinen Fall. Oder wie wär's, wir kriegen das Geld, was wir ihm bringen. Wenn wir ihm jetzt 44... Ja? Nein. Das war jetzt ein bisschen... Ciao. Tschüss.